Liebe Kollegen, dann fangen wir an mit dieser Regierungspressekonferenz. Herzlich willkommen im Saal, besonders unseren Gästen, dem Regierungssprecher Herrn Nebeschreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Herzlich willkommen. Gibt es vorab irgendwas mitzuteilen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine ganze Reihe von Fragen schon mal notiert. Die beziehen sich auf Haushalt. Fragen ans Wissenschaftsministerium wurden angemeldet, ganze Reihe von Themen. Vielleicht fangen wir mal mit Haushalt, da hatte ich den Eindruck, gibt es verschiedene mit dem Thema an. Wer würde sich da als Erster in die Bresche schmeißen, bitte? So. Philipp Eckstein, ARD. Einmal eine Frage, die sich sowohl ans BMI als auch ans BMF richtet. Es gibt jetzt mehrere Berichte und auch Schreiben von Gewerkschaften, dass sowohl die Bundespolizei schon im laufenden Jahr unterfinanziert ist und Gleiches wird auch über den Zoll berichtet. Beim Zoll wird sogar gesagt, es würde teilweise nicht mal mehr genug Geld geben, um Druckerpapier zu bestellen. Da würde ich gerne einmal von beiden Ministerien wissen, was Sie dazu jeweils sagen. Danke. Gut, wer beginnt? BMI, BMF, mache ich mal die Mikrofone auf. Okay, ich kann gerne anfangen für die Bundespolizei und das BMI und ganz klar sagen, dass das nicht zutrifft. Es ist kaum eine Behörde unter den Sicherheitsbehörden so stark, also so massiv verstärkt worden wie die Bundespolizei in den vergangenen Jahren. Diese Bundesregierung hat die Bundespolizei jedes Jahr um 1000 Kräfte verstärkt. Das ist eine enorme Zahl. Und wird die Bundespolizei auch weiter stärken. Und die Bundespolizei hat heute ein Budget von 500 Millionen Euro mehr im Jahr als vor 5 Jahren, nämlich ungefähr 4,2 Milliarden Euro und ist damit mit Abstand die stärkste und die auch am besten ausgestattete Sicherheitsbehörde. Auch andere Behörden haben wir natürlich gestärkt, wie das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz angesichts der aktuellen Bedrohungen. Aber die Bundespolizei ist natürlich auch personell mit etwa 50.000 Beamtinnen und Beamten die mit Abstand stärkste Behörde. Das zeigt sich auch in diesen Stärkungen, die wir vorgenommen haben. Und die gibt es in allen Bereichen. Auch für die Spezialkräfte will ich das ausdrücklich sagen, weil das, was da berichtet wird, falsch ist. Und wenn Sie sich anschauen, was die Bundesinnenministerin erst vor einer Woche auf der ILA unterzeichnet hat, nämlich einen Vertrag über 1,9 Milliarden Euro mit Airbus, über 44 neue Transporthubschrauber, die kommen uns in vielen Einsatzlagen zugute, insbesondere auch den Spezialkräften, die sehr schnell an verschiedenste Orte verlegt werden müssen, die damit Terrorverdächtige festnehmen und nach Karlsruhe fliegen und viele, viele andere Aufgaben wahrnehmen. Und das ist die größte Investition in der Geschichte der Bundespolizei, die diese Bundesregierung gerade vorgenommen hat. Und das zeigt ja, dass die innere Sicherheit durch diese Bundesregierung gestärkt wird. Und diesen Kurs möchte die Bundesinnenministerin auch fortsetzen. Vielleicht auch noch mal vom BMF. Auch ich weise die Annahme zurück. Es ist klar, in diesen schwierigen Zeiten müssen alle sparen. Das betrifft auch die Zollverwaltung. Es steht aber außer Frage und ist sichergestellt, dass der Zoll seinen rechtlichen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann und auch nachkommt. Der Zoll wird dem im gesetzlich übertragenen Auftrag auch künftig im vollen Umfang entsprechen und erfüllen. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel stehen der Zollverwaltung im gebotenen Umfang zur Verfügung. Dürfte ich einmal nachfragen, vielleicht dann nur in Bezug auf den Zoll, das heißt Berichte, dass es schon im laufenden Haushalt nicht genug Geld gibt, beispielsweise um an einigen Standorten Druckerpapier nachzubestellen, das weisen Sie zurück? Wie Sie wissen, kommentieren wir keine Berichterstattung. Diese Annahme, die Sie eben aufgestellt haben, weise ich aber ausdrücklich zurück. Gut. Thema Haushalt. Wir können aber auch dazu noch, Herr Ziedler. Zwei Fragen zu den laufenden Haushaltsverhandlungen. Inwiefern hat denn das gestrige Treffen dazu geführt, dass man einer Einigung näher gekommen ist? Oder kann man feststellen, dass eine Einigung oder dass die drei Gesprächspartner gestern Abend im Kanzleramt einer Einigung näher gekommen sind? Und die zweite Frage, können Sie uns vielleicht etwas dazu sagen, wie bedeutsam der NATO-Gipfel in diesem Zusammenhang für die Haushaltsverhandlungen ist? Finanzminister hat übers Wochenende gesagt, dass sozusagen Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit, ihm sei das jetzt nicht so wichtig. Und da würde ich gerne wissen, inwiefern es für die Bundesregierung oder für den Kanzler wichtig ist, beim NATO-Gipfel, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht mit leeren Händen oder einem noch nicht verabschiedeten oder nicht geeinten Haushalt dazustehen. Dankeschön. Also mit jedem Treffen kommen wir einer guten Lösung immer ein Treffen näher. Die
Binsenweisheit darf ich hier kurz zum Besten geben. Ich habe ja vor ein, zwei Wochen schon erzählt, dass es eine ganze Reihe von Treffen geben würde. Und es gibt auch weitere, auch am heutigen Tag und auch an weiteren Tagen. Insofern kann ich Ihnen sagen, die mediale Zuspitzung des Treffens gestern Abend war den Fakten nicht wirklich gerecht. Und trotzdem ist es natürlich immer wieder spannend. Also insofern sind wir da in den Gesprächen im Zeitplan. Und es bleibt dabei Anfang Juli. Ich habe den Bundesminister der Finanzen gestern auch so empfunden, dass er das ähnlich sieht. Ich glaube, sein Hinweis war, dass man es nicht übers Knie breche, wenn es dann um ein oder zwei Tage gehe. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es da massive Differenzen, Verschiebungen, Zeitplanverschiebungen geben soll. Der NATO-Gipfel ist in der Woche danach, ich glaube ab Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch in der Woche danach. Und insofern gehe ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob beim NATO-Gipfel ein Regierungsentwurf zum Haushalt ein wichtiges, also dass das den NATO-Gipfel beschäftigt, aber der Kanzler geht fest davon aus, dass er dann mit einem verabschiedeten Regierungsentwurf in seiner Aktentasche nach Washington reist. So, Sie hatten auch eine Frage zum Thema Haushalt. Bitte. Cem Güler für die Taz. Mich würde interessieren, Herr Hilfstreit, ob das gestern auch Thema war, was Herr Gyasaray heute oder gestern gesagt hat, die Ukraine aus dem Bürgergeldbezug rauszunehmen. Gibt es da Bewegungen in die Richtung? Die gleiche Frage auch ans BMAS. Wird das aktuell diskutiert? Also das hat gestern, ich war bei den Gesprächen nicht dabei, die sind so vertraulich, dass auch ich nicht dabei bin, aber habe nichts diesbezüglich gehört. Ich kenne auch keine Pläne diesbezüglich. Man muss sich ja nochmal zurückerinnern, warum diese Lösung für die Ukrainerinnen und Ukrainer gewählt worden ist. Das hat mit der EU-Massenzustromrichtlinie zu tun, die eben sie nicht zwingt, zunächst ein Asylverfahren zu durchlaufen. Das hätte damals nur mal zur Erinnerung bei 1,17 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach Deutschland gekommen wären, bedeutet, dass sie da erstmal einen langen Verwaltungsweg durchlaufen müssen, dessen Ergebnis ja klar ist, nämlich es herrscht Krieg in der Ukraine und sie haben das Recht, hier zu sein. Und dann wären sie nach mehreren Monaten sowieso ins Bürgergeld überführt worden. Und insofern ist das Verfahren, was gewählt worden ist, was auch eine massive Entlastung gerade von Ländern und der BAMF-Verwaltung mit sich gebracht hat. Und insofern kenne ich keine Pläne, das ändern zu wollen. Und wenn das BMI noch ergänzen möchte, oder wen hatten Sie noch gefragt? Herr Kall? Nee, das BMAS. BMAS. Wir jedenfalls nicht. Ja, da kann ich dem Regierungssprecher nur zustimmen. Wir haben keine Änderungspläne. Wie Herr Hebestreit auch sagte, Grundlage ist die Massenzustromrichtlinie. Da bestimmt der Aufenthaltsstatus den Zugang zu Sozialleistungen. Man darf auch nicht vergessen, warum diese Menschen Bürgergeld sind, weil sie eben Integrationsleistung brauchen, Beratung und Qualifikationsangebote, weil wir diese Menschen in Arbeit bringen wollen. Und deshalb gibt es ja auch den Jobturbo. Und deshalb ist das SGB II, also das Bürgergeld, der richtige Ort, wo diese Integrationsleistungen erbracht werden können und nicht das Asylbewerberleistungsgesetz. Gut, dann bitte. Ja, zu diesem Thema vielleicht erstmal das BMI. Können Sie denn die Zahl der Wehrpflichtigen, ich meine, da schwirrt eine herum, aber können Sie die eigentlich nochmal hier nennen, die Zahl der Wehrpflichtigen unter den ukrainischen Geflüchteten? Genau. Die Frage ging an Herrn Kall, glaube ich. Ja, ich meine, also, ich hätte die hier vor einigen Wochen genannt. Wir haben keine Zahlen darüber, wer wehrpflichtig ist. Das hängt ja auch vom Gesundheitszustand von vielen anderen Faktoren ab. Wir haben eine Zahl über sozusagen das Altersspektrum der erwachsenen ukrainischen Männer. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen schicken mir das gleich, dann kann ich es hier nachrichten. Prima, danke. Dann noch eine Nachfrage, diesmal wahrscheinlich ans BMAS. Würde denn die Arbeitsvermittlung noch schwerer werden, wenn die Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz behandelt würden, statt nach dem Bürgergeld? Ja, natürlich, weil die Beratungsleistung erbringen ja die Jobcenter. Also das Asylbewerber
Leistungsgesetz ist ja für Menschen, die auf ein Asylverfahren warten oder darauf warten, dass sie einen Schutzstatus bekommen. Und da eben die Rechtsgrundlage bei den Ukrainerinnen und Ukrainern eine ganz andere ist, dass sie automatisch oder das Recht bekommen, einen Aufenthaltsstatus zu bekommen, ist eben das SGB II der richtige Ort. Weil die Jobcenter betreuen erwerbslose Menschen und Asylbewerberleistungsgesetz, da warten in erster Linie natürlich die Menschen auf ihr Asylverfahren, durchlaufen es und danach besteht auch dann der uneingeschränkte Arbeitsmarktzugang. Ich kann die Zahl nachreichen, also im Alter zwischen 18 und 60 Jahren ukrainische Staatsangehörige in Deutschland zum Stand 30. April laut Ausländerzentralregister knapp 260.000. Das ist aber ausschließlich das Altersspektrum. Das ist keine Aussage über deren Wehrfähigkeit, über deren Gesundheitszustand, über rechtliche Verhältnisse und all das. Das kann nur sozusagen in der Ukraine geprüft und entschieden werden. Und insgesamt leben aktuell etwa 1,17 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Darunter ist weiter ein sehr großer Teil Frauen, ein sehr großer Teil Kinder und Jugendliche, ungefähr ein Drittel, die in Deutschland in Kitas und Schulen gehen. Und vielleicht noch der Hinweis, dass die Bundesinnenministerin ja am vergangenen Donnerstag beim Innenrat mit ihren EU-Innenministerkolleginnen und Kollegen gemeinsam entschieden hat, dass der Schutzstatus nach der Massenzustromrichtlinie der sogenannten für die gesamte Europäische Union verlängert wird bis März 2025. Das war eine einhellige Entscheidung der EU-Innenministerinnen und Innenminister und gleichzeitig setzt sich Deutschland dort dafür ein, dass die künftige Kommission sich stärker um eine bessere Verteilung kümmert, weil allein Deutschland, Polen und Tschechien die Hälfte der ukrainischen Geflüchteten aufgenommen haben und wir drängen darauf, dass diese Verteilung künftig besser erfolgt. Danke. So, jetzt gibt es dazu noch Fragen von Frau Kurz, Herrn Ratz, Frau Buschow, von Ihnen noch. Also, Frau Kurz fängt an. Genau, ich hätte noch mal eine Frage zu den Zahlen. Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine beziehen aktuell das Bürgergeld und wie viel Geld wurde dafür im Haushalt 24 zurückgestellt? Da kann ich Ihnen keine konkreten Zahlen nennen, aber Fakt ist, dass 185.000 Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit in Arbeit sind. Daneben kommen noch rund 47.000 in geringfügiger Beschäftigung. Und dann können Sie wirklich auch mir nicht konkreter sagen, was, wenn Sie nicht genau sagen können, wie viel im Haushalt zurückgestellt ist, wie viel dann eingespart also, werden könnte. Die Zahlen, die lassen sich ja überall bei der BA nachlesen, nach Nationalität. Das kann man, wie gesagt, bei der BA leicht fragen. Was zum Haushalt, da unterscheiden wir nicht zwischen Nichtdeutsch und deutschen Nationalitäten. Herr Ratz. Hat sich erledigt. Frau Buschow ist dran und ja, jetzt bleibt noch eine Wissensfrage übrig, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Frage ist also, stimmt es, dass Asylverfahren und Asylbewerberleistungen zwingend zusammengehören? Also gehen Asylbewerberleistungen nur dann, wenn Ukrainer auch ins Asylverfahren gehen, ist die erste Frage. Und die zweite, Herr Kall, was Sie gerade beschrieben haben, wenn auf EU-Ebene eben beschlossen wurde, den vereinfachten Schutzstatus zu nehmen und eben nicht ins Asylverfahren zu gehen, könnte sich Deutschland überhaupt darüber hinwegsetzen und national entscheiden, wir machen Asylverfahren für Ukrainer? Mit der ersten Frage anfangen? Ja, also wer in Deutschland Asyl beantragt, ist eben im Asylbewerberleistungsgerecht an der richtigen Stelle. Es wäre ja widersinnig, wenn man eine Person, die Asyl beantragt, in den Arbeitsmarkt integriert und anschließend stellt sich heraus, dass diese Person gar kein Anrecht auf Schutz hat und zurückgeführt werden muss. Deshalb bei Ukrainern und Ukrainerinnen ist es eben so, dass sie per Massenzustromrichtlinie Recht auf einen Aufenthaltsstatus haben. Und wenn dieser Aufenthaltsstatus vorhanden ist, dann gibt es automatisch Zugang zum SGB II. Ja, ich kann noch ergänzen, also rechtlich ist es meines Wissens möglich, neben dem Schutzstatus, der unmittelbar dann auch aus dem europäischen Recht folgt und einen Aufenthaltstitel dann hier in Deutschland für Ukrainerinnen und Ukrainer dann gibt, auch Asyl zu beantragen. Also rechtlich ist so eine Parallelität möglich, aber der ganze Zweck war ja unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges
die Menschen aus der Ukraine unmittelbar zu schützen und sie gerade nicht in langwierige Asylverfahren zu schicken und eine lange Unsicherheit zu geben, sondern hier in sozusagen auch gerade den europäischen Nachbarländern in Polen, Tschechien, von dort sind ja dann viele nach Deutschland gekommen, unmittelbar Schutz zu gewähren und das deutsche Asylsystem auch zu entlasten. Man muss sich auch vorstellen, was das für ein Kraftakt für die Ausländerbehörden in Deutschland und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewesen wäre, weitere 1,1 Millionen Asylverfahren zu bearbeiten. Und da hat doch dieser unmittelbare Schutzstatus enorme Erleichterungen gebracht und vor allen Dingen Sicherheit für die bedrohten Menschen aus der Ukraine gebracht. Und dazu noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Sie haben ja die Gesamtzahl der Ukrainer genannt und natürlich war das damals viel auf einmal. Wie viele kommen denn aktuell? Können Sie da die Zahlen dann nennen, vielleicht über die letzten 2-3 Monate, wie viele noch neu dazu kommen? Also nicht aus dem Kopf. Ich schaue gerne, was wir da für Zahlen haben. Grundsätzlich sind die Zahlen relativ stabil. Es gibt natürlich auch Menschen, die in die Ukraine zurückgehen. Es gibt eine Art Pendelverkehr, dass Menschen auch ihre Familien mal besuchen in Anführungsstrichen nicht so stark vom Krieg bedrohten Teilen der Ukraine und dann wieder nach Deutschland zurückkehren. Muss sich ja auch vergegenwärtigen, wie viele Familien da auseinandergerissen wurden, wo einfach die Väter weiter in der Ukraine sind und die Frauen und Kinder in Deutschland sind oder in anderen EU-Staaten. Das alles gibt es. Sie können das alles tagesaktuell entnehmen, diesem UNHCR-Dashboard, wo online tagesaktuell die Fluchtzahlen verfügbar sind und auch das UNHCR spricht von solchen Pendelbewegungen. Aber über 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine hatten wir schon im August, September 2022 und seitdem ist es nicht mehr so stark gewachsen. Gut, dann gehen wir 2 Reihen nach vorne. Herr Eckstein ist dann auch noch auf dem Zettel. Bitte. Ja? Bei mir. Achso, alles klar. Ich würde gerne wissen, was der Grund ist, warum so viele Ukrainer noch nicht in Arbeit sind. Also fast mehr als 1 Million, die gekommen sind seit den letzten 2 Jahren und 185.000 in Arbeit. Was ist der Grund, dass es doch schwierig ist, um die in Jobs zu integrieren? Ja, also erst einmal muss man sagen, von den 1,1 Millionen sind ja nicht alle erwerbsfähig. Also wir müssen uns mal angucken, wer zu uns kommt. Das sind in erster Linie Frauen mit Kindern, die hier erstmal ankommen müssen. Und wenn sie keine Kinderbetreuung haben und ihr Kind betreuen müssen, können sie nicht arbeiten. Das ist ganz klar. Dann gibt es natürlich die Herausforderung der Sprache. Sie müssen Sprachkurse erstmal absolvieren. Das nimmt seine Zeit in Anspruch. Und dann muss man natürlich sagen, der Krieg dauert immer noch an. Also es kommen ja immer noch Menschen zu uns nach Deutschland, um hier Schutz zu suchen, die dann auch diesen ganzen Prozess nochmal durchlaufen. Und von daher setzen wir ja die ganze Kraft, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren mit dem Jobturbo. Die Zahlen fluktuieren natürlich. Und das ist eben der Hintergrund, warum das natürlich eine Herausforderung darstellt. Okay, Herr Saffelberg, beantwortet? Gerne, vielen Dank. Oder war da? Gut. Dann Herr Eckstein. Ich hätte noch einmal eine Nachfrage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob BMI oder BMAS die beantworten kann, noch mal über die rechtliche Möglichkeit. Ich habe Sie jetzt so verstanden, eine Änderung ist gerade nicht geplant. Wenn man aber ändern wollen würde, wäre es dann quasi nur noch auf die Zukunft möglich oder könnte man auch Leuten, die heute im Bürgergeld sind, die wieder umstellen in dann nach Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? Also, da bin ich ehrlicherweise überfragt, weil der Zugang zu SGB-II-Leistungen regelt ja das Aufenthaltsgesetz. Also wenn BMI was dazu sagen kann. Das also kann ich nicht sagen, müssten wir unsere Expertinnen und Experten fragen. Aber nochmals auch der Hinweis darauf, dass der europäische Schutzstatus, an dem ja dieser unmittelbare Schutz für die Ukrainerinnen und Ukrainer auch hängt, erst am Donnerstag von den EU-Innenministern verlängert wurde. Und nochmal zur Ergänzung, auch Menschen, die im Asylbewerberleistungsgesetz sind, verursachen ja Kosten. Also es gibt den Regelsatz, der etwas unter SGB-II-Leistung ist und die Unterkunft kostet auch Geld. Also nur der Unterschied ist, dass der Großteil der Kosten von den Ländern da eben getragen wird. Gut, damit Frau Hase zu dem Thema noch. Ja, auch noch mal eine Zahlenfrage, bitte. Entschuldigung, aber Sie haben gesagt, es sind nicht alle erwerbsfähig. Haben Sie denn eine Zahl, wie viele der 1,1 Millionen erwerbsfähig sind?
Nein, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, alles, das sind alles öffentliche Zahlen, die kann man mit ein paar Klicks auf den Webseiten der BA recherchieren. So, dann schließen wir das Thema Haushalt ab. Es gab Fragen zum Thema EM-Sicherheit. Ich weiß nicht, ob die schon zum Haushalt nochmal? Herr Schmidt-Decker. Stichwort Verkehr wäre eine Frage. Da gab es ja die Meldungen am Wochenende über Kürzungen bei den Investitionen Autobahnen, auch haushaltsbedingt. Das wurde ja zwar zurückgewiesen, aber die Frage ist ja schon, die Hauptverband der Bauindustrie beklagt die Tradition des Kaputtsparens von Brücken und Straßen, wird fröhlich weitergeführt. Das fröhlich habe ich jetzt eingefügt. Und gleichzeitig gibt es ein Gutachten des Deutschen Bundestages, das wohl belegt, dass man Planung und Genehmigung von solchen Baumaßnahmen deutlich beschleunigen könnte. Also wie steht es denn nun um die Infrastruktur? Das heißt ja immer, die muss gestärkt und verbessert und die sei so wichtig, also auch gerade die Verkehrsinfrastruktur. Danke. Also ich nehme hier sehr gerne eine Einordnung vor. Wie Sie wissen und wie Sie auch ansprechen, ist es so, dass wir bei der Finanzierung unserer Verkehrsinfrastrukturen vor sehr großen Herausforderungen stehen. Auf der einen Seite haben wir den jahrzehntelang angewachsenen Investitionsstau, der zurückzuführen ist auf die vergangenen Legislaturperioden und die Politik. Auf der anderen Seite haben wir die aktuell sehr angespannte Situation, wenn es um den Haushalt geht. Klar ist, wir haben, und das kann ich als Sprecher des Verkehrsressorts sagen, in allen Bereichen Handlungsbedarf, was die Infrastrukturen angeht, also sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene, als auch bei den Wasserwegen. Trotzdem, die Ausgangssituation ist so, wir planen aktuell Rekordinvestitionen in die Verkehrsinfrastrukturen. Wir haben da so viel Geld eingestellt wie vorher nicht. Das heißt, wir sind schon drauf und dran, diesen Investitionsstau abzuarbeiten. Allein das reicht so nicht. Wir müssen sehr viel aufholen. Und derzeit, das haben wir ja auch schon gehört, laufen die Verhandlungen über die Aufstellung des laufenden Haushalts und auch über die Finanzplanung für die kommenden Jahre. Unser Ziel ist es, die Mittel weiter zu erhöhen. Denn unsere Verkehrsinfrastrukturen sind eine Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und damit auch für gesellschaftlichen Wohlstand. So soll es auch bleiben. Und das kann ich dazu als Einordnung geben. Kurze Nachfrage. Also die Kürzungen, die jetzt diskutiert wurden, stimmen dann doch? Also dass es nicht so viel ist, es ist zwar viel, Sie sagen Rekordinvestitionen, aber es war ja wohl mehr geplant ursprünglich. Also ich werde jetzt nicht im Detail die Zahlen, die da kursieren, kommentieren, weil es laufen die Haushaltsverhandlungen. Da kann ich den Ergebnissen jetzt auch nicht vorweggreifen. Richtig ist, wir setzen uns dafür ein, dass wir, und gerade auch mit Blick auf den Investitionsstau, den ich jetzt gerade auch nochmal angeführt habe, dass wir perspektivisch die Mittel weiter erhöhen müssen. Und Herr Güller, noch eine Nachfrage. Nochmal technische Frage zu den Beratungen gestern. Wie lange gingen die denn? Also ich war nicht dabei, habe aber einer großen deutschen Tageszeitung entnommen, dass es 23.25 Uhr gewesen sei. Ich habe das nicht weiter nachgeprüft, aber scheint mir plausibel. Es gibt dazu auch Bilder, glaube ich, vom Verlassen des Kanzleramtes. Gut, dann gab es Fragen angemeldet zum Thema EM-Sicherheit. Die könnten wir noch nehmen, das klang ja eben schon mal an. Und dann könnten wir auch wechseln zu mehreren Fragen, die zum Thema Wissenschaftsforschungsministerium, da müssen wir dann auch wechseln, angemeldet waren. EM, Fußballsicherheit, Herr Ratz. Dankeschön, Herr Kall. Das erste Wochenende ist ja jetzt nun vorbei. Wie sieht denn die Bilanz der Sicherheitsbehörden aus? Und gibt es irgendwo Felder, wo nachzujustieren wäre? Also die Sicherheitsbehörden bewerten den Verlauf des ersten EM-Wochenendes der ersten drei Tage positiv. Die Sicherheitsmaßnahmen greifen. Es werden ja sehr umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das betrifft eine sehr hohe Polizeipräsenz überall in Deutschland. Dafür gilt der Dank den Landespolizeien, aber gerade auch der Bundespolizei, die alle deutschen Grenzen kontrolliert, auch die Grenzen, die bisher nicht kontrolliert worden sind, die alle deutschen Flughäfen, Bahnhöfe kontrolliert, die im Bahnverkehr, wo sich viele Fans und Gäste der EM und Bürgerinnen und Bürger sowieso bewegen, sehr engmaschig kontrolliert. Das ist der größte Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei. 22.000 Bundespolizeikräfte sind für die EM im Einsatz jeden Tag.
Das ist eine enorme Zahl und von den Landespolizeien natürlich noch mal größere Kräftezahlen. Das Sicherheitskonzept, das natürlich eng abgestimmt ist mit der UEFA und dem Ausrichterin der Europameisterschaft und die Stadien, das Ganze drumherum, die Fanzonen betrifft, das funktioniert. Und natürlich hat es Vorfälle gegeben, auch am Wochenende beispielsweise mit gewaltbereiten Fans, mit Hooligans gestern in Gelsenkirchen. Aber auch das war eine Lage, die die dortige Polizei schnell bewältigt hat und worauf sie vor allen Dingen vorbereitet war. Also bisher hat es keine überraschenden Ereignisse gegeben, sondern alles Dinge, auf die die Polizei vorbereitet war. Man muss sich die Dimensionen vor Augen führen, ungefähr 12 Millionen Gäste kommen nach Deutschland oder sind schon da zu dieser Europameisterschaft. Weit mehr als 2 Millionen in den Stadien, nochmal 10 Millionen mehr insgesamt in den Städten. Und natürlich ist das eine große Sicherheitsherausforderung, auch angesichts der angespannten Sicherheitslage, die wir haben. Und da hat die Bundesinnenministerin ja immer wieder auch zusammen mit Herrn Reul zuletzt darüber informiert, letzte Woche das IPCC, wo die Fäden der Polizei ja zusammenlaufen, in Neuss besucht. Und insofern ändert sich nach dem ersten Wochenende auch nichts an den bisherigen Gefährdungseinschätzungen, die gelten so weiter. Haben Sie Zahlen, was Festnahmen und Verletzte anbelangt? Also, da würde ich Sie bitten, sich an die jeweiligen Landespolizeien zu wenden. Gestern in Gelsenkirchen hat es kurzzeitige Festnahmen gegeben, wie gesagt, von Hooligans. Das war auch ein Spiel, was als Hochrisikospiel vorher bewertet worden war. Insofern ist dort letztlich genau das passiert, was die Sicherheitsbehörden auch erwartet waren, worauf sie vorbereitet waren. Aber da wäre meine Bitte dann konkret, sich wirklich an die nordrhein-westfälische Polizei zu wenden, die diese Lage schnell bewältigt hat. Herr Saffelberg dazu. Ja, da die Bundespolizei auch die Grenzen kontrolliert, auch die zum Beispiel die westliche Grenzen. Ich hatte irgendwie was gehört, dass da doch eine größere Zahl von offenen Haftbefehlen vollzogen wurden. Dass man da also Leute festnehmen kann, die schon länger auf dem Radar waren und die man nicht dingfest machen konnte. Wie groß ist die Zahl in etwa? Ja, also das kann ich Ihnen gerne sagen. Vom 7. bis zum 13. Juni, das sind die Zahlen, die mir jetzt vorliegen, konnten 173 offene Haftbefehle vollstreckt werden im Rahmen der Binnengrenzkontrollen, die an allen deutschen Grenzen aktuell stattfinden. Außerdem gab es 19 Fahndungstreffer aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität, also aus dem Bereich des Extremismus. Es wurden etwa 1400 unerlaubte Einreisen festgestellt und in 900 Fällen konnten unerlaubte Einreisen verhindert oder Aufenthalte schnell wieder beendet werden. Und unter den Festnahmen befinden sich auch 34 Schleuser. Wir wissen, dass unsere Grenzkontrollen ja auch gerade dazu dienen, die Schleuserkriminalität zu stoppen und zu durchkreuzen. Deswegen auch diese Zahl. Das sind die aktuell vorliegenden Zahlen der Bundespolizei, die wir dann auch regelmäßig aktualisieren werden. Nachfrage, was sind zum Beispiel diese unerlaubte Einreisen? Das sind Menschen, die kein Recht haben, nach Deutschland einzureisen. Also nicht über eine EU-Staatsangehörigkeit verfügen, nicht über ein Visum verfügen, nicht über einen Aufenthaltstitel in Deutschland verfügen und deswegen dann bei solchen Grenzkontrollen auch abgewiesen werden können. Herr Jessen. Nicht zu diesem Unteraspekt, aber zur Situation der eingesetzten Polizeibeamten. Ja, okay, gut. Herr Kall, es wird berichtet, dass bei Länderpolizeien logischerweise zum einen Überstunden anfallen, zum anderen Urlaubssperre verhängt worden sei. Gilt das auch für die Bundespolizei? Also die Urlaubssperre gilt auch für die Sicherheitsbehörden des Bundes, für die Bundespolizei, fürs BKA. Und das ist auch notwendig, weil es, wie gesagt, für die Bundespolizei allein ist es der größte Einsatz ihrer Geschichte. Und da die Bundesinnenministerin gestern auch noch mal gesagt, welchen herausragenden Job die Polizistinnen und Polizisten gerade in diesen Zeiten machen. Was die Landespolizeien und deren Arbeitsbelastung angeht, ich meine mich zu erinnern, dass Herr Reul hier saß mit Frau Faeser und genauso auch von Urlaubssperren für die Landespolizeien oder seine nordrhein-westfälische Polizei gesprochen hat. Aber ob das für alle 16 gilt, müssten Sie jeweils dann dort nachfragen. Danke. Gut. Dann wechseln wir das Thema. Es waren mehrere Fragen angemeldet an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dazu müssten wir wechseln. Wer beginnt? Herr Warwick. Aber erst mal. So, bitte, Herr Warwick. Ja, bei der Regierungspressekonferenz, Frau Wagemann, am letzten Mittwoch
hatten Sie noch dargelegt, dass zum einen Diskussionen über formale Konsequenzen würden sich erledigen und der Entzug der Fördermittel hätte nie zur Debatte gestanden. Jetzt sitzen wir jetzt wenige Tage später wieder hier. Die verantwortliche Staatssekretärin Döring muss ihren Hut nehmen und die Ministerin selbst erklärte öffentlich, ich zitiere ganz kurz, feststeht, dass eine Prüfung potenzieller förderrechtlicher Konsequenzen bei den zuständigen Fachreferaten in der Tat erbeten wurde. Also genau das Gegenteil von dem, was Sie uns am Mittwoch hier noch dargelegt haben. Da würde mich nur interessieren, was hat denn in der Wahrnehmung der Ministerin, deren Haltung Sie uns am Mittwoch ja auch schon hier dargelegt haben, so um 360 Grad im Baerbock'schen Sinne gewendet, dass wir jetzt vor der Situation stehen, die ich gerade geschildert hatte? Ja, vielen Dank. Der Ministerin war am vergangenen Dienstag die betreffende E-Mail aus der Fachebene des Ministeriums zur Kenntnis gebracht worden, in der die Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen thematisiert worden war. Da die Ministerin eine solche Prüfung weder beauftragt noch gewollt hat, hat sie dann angefangen oder hat sie veranlasst, dass der Sachstand aufgeklärt wird. Und im Zuge dieser noch laufenden Sachstandsaufklärung ist sie dann zu der Überzeugung gelangt, dass eine ausreichende Vertrauensbasis zu Staatssekretärin Döring für die weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist. Und deshalb hat sie dann heute durch ein Schreiben an den Bundeskanzler die Versetzung von Frau Döring in den einstweiligen Ruhestand eingeleitet. Eine Nachfrage. Das heißt, die eingeforderte Prüfung von strafrechtlichen und förderrechtlichen Konsequenzen für die Unterzeichner dieses offenen Briefes, der Ministerin, das hat sie auch gegenüber Springer sehr offen kundgetan, nicht gefallen hat, ist, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, von der Staatssekretärin durchgeführt worden, ohne Wissen und Einwilligung der Ministerin. Weil sonst würde ja ein Rücktritt nur der Staatsministerin, also der Staatssekretärin, keinen Sinn machen. Habe ich das richtig verstanden aus Ihren Ausführungen? Die Ministerin hat es weder beauftragt noch gewollt und hat in ihrer gestrigen Erklärung ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass Staatssekretärin Döring, die fachlich zuständig war sozusagen, den Prüfauftrag veranlasst hatte und sich dabei offensichtlich missverständlich ausgedrückt hatte und auf jeden Fall der Eindruck erweckt wurde, als sollten auf Basis dieses offenen Briefes förderrechtliche Konsequenzen erwogen werden. Und da hat die Ministerin nochmal ganz klar gesagt, zitiere ich jetzt, Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen wegen der von Meinungsfreiheit gedeckten Äußerungen finden nicht statt. Beziehungsweise vielleicht auch in dem Kontext noch, Wissenschaftsförderung erfolgt nach wissenschaftlichen Kriterien, nicht nach politischer Weltanschauung. Frau Kurz dazu? Ja, noch einmal nachgefragt. Es heißt also, die Staatssekretärin hat selbstverantwortlich gearbeitet. Es gab keine Kontrolle im Ministerium? Die Staatssekretärin hat selbst den Prüfauftrag erteilt, ja. Herr Jung. Frau Wagemann, Sie haben ja am Mittwoch die Unwahrheit gesagt, am Freitag Frau Reichelt auch nochmal, entgegen der Tatsachen, die in den geleakten Mails schon zu sehen waren. Sie sind trotzdem dabei geblieben, dass Sie das leugnen. Möchten Sie hier vielleicht mal zu Ihrer Unwahrheit was beitragen? Also weder meine Kollegin noch ich haben hier die Unwahrheit gesagt. Wir haben mehrfach auf das Statement der Staatssekretärin verwiesen. Und ich glaube, ich habe das jetzt auch hinreichend, hat sich das jetzt aufgeklärt. Und das finde ich jetzt aber krass, weil wir haben es gerade gehört. Sie haben ja mehrfach betont, genau wie Ihre Kollegin, dass der Entzug von Fördermitteln nicht zur Debatte gestanden habe. Die Ministerin hat es selbst eingeräumt. Sie haben das immer wieder betont. Es war die Unwahrheit, es ist die Unwahrheit und Sie bleiben jetzt dabei. Verstehe ich das richtig? Ich würde mal gerne darauf hinweisen, dass wir hier uns verpflichtet haben, eine sachliche Fragerunde zu machen. Ja, eben. Und die Frage, ob irgendwelche Antworten krass sind und auch die Frage, ob Unwahrheiten hier zum Besten gegeben werden, ist in der Regel ein Thema für Kommentierungen, die wir dann danach vornehmen. Ja, aber ich will hier einfach nur darauf achten, dass wir hier uns jetzt nicht hochschaukeln. Also stellen Sie die Zusatzfrage.
Bitte. Wir sind ja alle daran interessiert, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis auch zu den Sprechern haben, dass man denen trauen kann, was sie hier sagen. Und wenn hier die Unwahrheit gesagt wurde, dann warte ich zumindest, dass das Ministerium das einräumt und, keine Ahnung, Verzeihung bittet. Wie sollen wir Ihnen jetzt künftig vertrauen? Also. Den Satz, den Sie zitiert haben, war ein Satz aus dem Statement der Staatssekretärin, den wir hier wiedergegeben haben. Ich habe Ihnen ja jetzt mitgeteilt, dass eine Sachstandsaufklärung läuft im Haus und jetzt schon im laufenden Verfahren die Ministerin eben ja eine Konsequenz gezogen hat, nämlich indem die Staatssekretärin in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Herr Essen. Ja, Unwahrheit ist ja ein anderer Begriff als Lüge. Der wurde nicht verwendet, sondern Unwahrheit bezeichnet üblicherweise eine Nichtübereinstimmung von Aussage und Sachverhalt. Und ich glaube, darüber haben wir einiges erfahren. Meine Frage ist folgende. Frau Döring ist Ethikerin. Und das, was sie veranlasst hat, was sie nach Auffassung der Ministerin gar nicht hätte machen dürfen, nämlich die Prüfung, ob Fördermittel entzogen werden. Das ist ja eine zutiefst wissenschaftsethische Frage. Können Sie uns etwas darüber sagen, ob in einem direkten Gespräch zwischen Ministerin und Staatssekretärin darüber geredet wurde, wie es zu dieser ethischen Fehlentscheidung oder Fehlverhalten kommen konnte? Also zu direkten Gesprächen zwischen Ministerin und der Staatssekretärin kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass die Ministerin in ihrer Erklärung gestern ja auch noch mal ausdrücklich die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit und des wissenschaftsgeleiteten Forschungsförderung betont hat. Insofern können Sie davon ausgehen, dass das Ihre Haltung ist, die sie auch intern vertritt. Ja, eben deswegen frage ich ja, weil das, was Frau Döring gemacht hatte, sozusagen, wie wir jetzt erfahren, aus eigenem Antrieb, unabgesprochen. Das ist ja eben dann doch, wie auch die Ministerin nachträglich erklärte, ein Verstoß gegen Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit. Aber Sie können uns nichts darüber sagen, in welcher Weise die Staatssekretärin dieses Verhalten gegenüber der Ministerin begründet hat. Nee, dazu kann ich nichts sagen. Ich meine, das ist im Grunde eine Art von Personalgespräch. Da kann ich ja keine Auskunft zu geben öffentlich. Herr Warwick. Ich glaube, der Kollege vor mir war vor, der Taz-Kollege war vorher. Ist sehr freundlich, aber er kommt auch noch dran. Ich habe es noch nicht ganz für mich klar bekommen aus Ihren Äußerungen. Hat Staatssekretärin Döring tatsächlich ohne Wissen der Ministerin in diesem Fall gehandelt? Angesichts der ganzen offiziellen Darlegungen der Ministerin verwundert das ja. Also könnte sie noch sagen, ja oder nein, hat Frau Döring diese Mail aufgesetzt mit dem Verweis auf strafrechtliche und förderrechtliche Sanktionierung, ohne dass die Ministerin darüber informiert war? Ja, Frau Döring hat diese Prüfung beauftragt, wobei sie sich dabei missverständlich ausgedrückt hat. Das hat sie auch selbst nochmal dargestellt. Und die Ministerin hat von dieser Mail am vergangenen Dienstag erfahren. Dann noch eine Verständnisfrage, das hatten wir letzten Mittwoch auch nicht klären können. Direkt in den internen E-Mails wird ja auch noch mal ausgeführt, in der Kommunikation der Leitung wurde auch angezweifelt, dass die Hochschullehrer auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Da würde mich noch interessieren, bleibt denn die Ministerin bei dieser Haltung, dass sie den Hochschullehrern, weil sie eine andere Haltung einnehmen als sie, nicht mehr auf dem Grund des Grundgesetzes oder auf dem Boden des Grundgesetzes stehen? Dabei würde ich auf das verweisen, was ich am Mittwoch genau zu der Passage gesagt habe. Sie hat ja die Vorbildfunktion der Dozenten angesprochen, aber hat nicht insinuiert, dass sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber ich glaube, das hatte ich am Mittwoch schon ausführlich erläutert. Ja, aber am Mittwoch kannten Sie anscheinend die Mail ja noch nicht. Da hatten Sie auf die Wiedergabe bei der Bild-Zeitung referiert. Ich frage wiederum zu den geleakten Mails. Den gleichen Fall hatten wir am Mittwoch auch, aber Sie beantworten meine Frage nicht. Wenn ich Bezug nehme auf die internen Mails, die geleakt worden sind an Panorama, wenn Sie mir mit Äußerungen der Ministerin bei der Bild-Zeitung kommen. Dann habe ich Sie vielleicht falsch verstanden. Diese Bemerkung in den Mails bezieht sich ja auf das Zitat in der Bild-Zeitung. Und deshalb, wenn ich den Kontext erläutere, muss ich halt auf das Zitat verweisen, weil das der Bezugspunkt ist.
Herr Güler, Herr Eckstein hat sich, glaube ich, auch gemeldet. Bitte. Heute gab es ja noch einen anderen Wochenblick von verschiedenen Hochschulprofessoren aus ganz Deutschland, die den Rücktritt der Ministerin fordern. Achso, Moment, ich habe das, genau, ich merke gerade, danke für den Hinweis. Bitte. Mikro war falsch. Mikro war falsch, vielleicht können Sie mal neu ansetzen, sorry. Es gab einen offenen Brief von mehreren Hochschulprofessoren, die einen Rücktritt der Ministerin fordern. Wie wird denn das aufgefasst bei Ihnen? Da halte ich es, wie es hier in der Bundesregierung gehalten wird, dass wir offene Briefe nicht kommentieren. So, Herr Eckstein, dann Herr Jung. Ich leuchte noch nicht. So, jetzt, ich habe hier. So. Herr Hebestreit, eine Frage an Sie. Gab es denn mit dem Kanzleramt Kommunikation, bevor diese in den Ruhestand versetzen gewünscht wurde? Ich glaube, da muss ich das aufklären, dass die Bitte von Frau Strack-Watzinger, die Staatssekretärin in Ruhestand zu versetzen, geht natürlich an den Bundespräsidenten, aber vorher wird man Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt vornehmen. Das ist dieser erste Schritt und das Bundeskanzleramt kann die Begründung von Frau Strack-Watzinger nachvollziehen und dann wird das Einvernehmen hergestellt und dann geht das formal zum Bundespräsidenten, der dann den einstweiligen Ruhestand erlassen muss. Sie können die Begründung nachvollziehen. Das ist jetzt nach der PM. Gab es denn im Vorfeld dazu Kommunikation oder vielleicht auch Hinweise? Ich weiß nicht, weil Sie ja aufs Kanzleramt bezogen haben. Ich weiß nicht, ob das im Laufe des Wochenendes gab es auf jeden Fall die Information an das Kanzleramt in dieser Causa am gestrigen Tag. Aber an wen das jetzt gegangen ist, kann ich nicht genau sagen. Und ob das einfach eine Mail war, eine Information war oder ob man gesprochen hat, das muss ich nachliefern. Tut mir leid. Herr Jung und Herr Güler. Frau Wagemann, haben Sie gerade wirklich gesagt, dass Sie offene Briefe nicht kommentieren? Es geht in diesem ganzen Fall um die Kommentierung des offenen Briefes. Ja, das war eine Entscheidung der Ministerin, sich zu diesem Brief zu äußern. Aber ich kann jetzt nicht für unser Haus den offenen Brief der Professoren kommentieren. Und dann zitiere ich Sie nochmal, also die Ministerin aus der Bild-Zeitung hat sie gesagt, dass es sich bei den Unterstützern um Lehrende handelt, ist eine neue Qualität. Gerade sie müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Jeder Mensch in Deutschland hat darauf verstanden, dass sie insinuiert, dass die Unterzeichnenden nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie behaupten hier das Gegenteil. Warum? Weil es das ist, was die Ministerin zum Ausdruck bringen wollte. Sie wollte zum Ausdruck bringen, dass Dozenten eine Vorbildfunktion haben und deshalb gerade sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen müssen. Herr Güler. Wird es denn jetzt irgendwas geben, Unterhaltungen zwischen der Ministerin und den Professoren, um das Vertrauen, was offensichtlich zum Bruch gegangen ist, wie jetzt auch der neue offene Brief zeigt, wiederherzustellen? Also sie ist ja sowieso kontinuierlich mit Wissenschaftlern und Hochschulvertretern im Gespräch. Im Moment läuft jetzt erst nochmal die Sachstandsaufklärung und das gilt es jetzt erst nochmal abzuwarten. Gut, gibt es Fragen zu anderen Themen? Dann fangen wir hier bei Ihnen an und gehen dann in der Reihe weiter. Bitte. Tuchel, NHK, eine Frage ans BMWK. Herr Haufe, können Sie schon ein paar Details nennen zu der Reise des Bundesministers nach China und Südkorea? Vielleicht nur ein paar zeitliche Details oder wer mitfährt, etc. Das habe ich am Freitag bereits hier ausführlich getan. Da habe ich die Reise angekündigt des Ministers. Ich will das nicht noch mal komplett jetzt hier ausführen. Am Freitag hatte ich die Reise hier angekündigt in der Regierungspressekonferenz. Die Reise beginnt ja am Mittwoch. Man hatte auch die verschiedenen Stationen genannt. Im Protokoll ist auch ausführlich dargelegt. Okay, gut. Ich hatte es jetzt nicht als ausführlich in Erinnerung, aber dann gucke ich noch mal ins Protokoll. Okay. Sie wollten es noch ausführlicher haben. Ich denke, das werden wir dann tun, wenn die Reise wirklich auch stattfindet. Es ist nun einmal auch so, dass wir gerade auch bei den Reisen nach China immer wieder auch Termine sehr, sehr kurzfristig erst zugesagt bekommen. Dann gehen wir in der Reihe weiter und Herr Heres ist dran. Bitte. Ja, Andrew Gerät für die Deutsche Welle Spanisch. Letzten Freitag wurde es angekündigt, dass Bundeskanzler Scholz, Präsident der Republik Argentiniens, schon diese Woche empfangen wird. Dazu hätte ich drei Fragen für Frau de Schauer, für Herr Bestreit. Gibt es schon eine Tagesordnung für den Termin?
Ist die Unterschrift etliche bilaterale Verträge zwischen beiden Ländern vorgesehen? Und ist die Teilnahme anderer Akteure der deutschen Gesellschaft an diesem Termin vorgesehen, wie etwa Unternehmer oder andere Akteure? Ja, Dankeschön. Den letzten Punkt habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, ob die Teilnahme anderer Akteure der deutschen Gesellschaft an diesem Termin vorgesehen ist, wie zum Beispiel Unternehmer oder andere Akteure. Also der Termin ist am kommenden Sonntag, relativ ungewöhnlich, aber wir machen ja vieles möglich. Das wird eher ein kurzer, konzentrierter Arbeitsbesuch des argentinischen Präsidenten. Mir ist nicht bekannt, dass es zu Abkommen oder Ähnlichem kommen soll. Der argentinische Präsident hält sich ja im Moment zu verschiedenen Treffen in Europa auf. Er war sowohl beim G7-Treffen in Apulien in der vergangenen Woche und ist jetzt auch auf dem Birkenstock dabei gewesen, wenn ich mich richtig entsinne. Und insoweit ist er jetzt hier unterwegs und wird auch in Deutschland den Bundeskanzler zu einem Arbeitsbesuch treffen. Aber es ist da kein größerer gesellschaftlicher Aufschlag geplant. Mhm. Okay. Herr Warwick dazu. Ja, Frau Deschauer, kurze Verständnisfrage, geht auch an Herrn Hebestreit. Ich war verwundert zu sehen, als Milei aufs Übelste die Gattin des spanischen Regierungschefs beschimpft hat, kam von Deutschland keinerlei Reaktion, das in irgendeiner Form zu verurteilen. Plant denn die Bundesregierung zumindest bei den Treffen hier in Deutschland diese Causa, dass ein fremder Regierungschef, in diesem konkreten Fall Milei, die Gattin und auch den Regierungschef selbst eines EU-Landes massiv beschimpft, ohne dass es dazu irgendwelche diplomatischen Konsequenzen oder Reaktionen aus Deutschland kommt? Herr Warwick, ich glaube, erstmal hat der spanische Premierminister die richtigen Worte dazu gefunden. Und ich glaube, die Worte des argentinischen Präsidenten stehen für sich. Auch wie wir dazu stehen, wie der Bundeskanzler dazu steht, ist klar. Und sollte sich die Gelegenheit, das Thema nochmal aufkommen, ergeben, wird der Bundeskanzler ihm sicherlich auch das Nötige dazu sagen. Ich glaube aber, auch diese Regierung ist nicht dabei, ständig alles, was Zweite über Dritte sagen, zu kommentieren, von Zeit zu Zeit schon. Aber in diesem Fall ist das nicht der Fall. Ich glaube, es ist auch so eindeutig und so geschmacklos gewesen. Da muss man jetzt nichts weiter zu sagen. Noch eine weitere Verständnisfrage. Die extrem wirtschaftlichen Maßnahmen von Milei führen jetzt auch mittlerweile schon nach nur wenigen Monaten zu massivsten sozialen Verwerfungen in der argentinischen Gesellschaft. Wird das denn in irgendeiner Form thematisch angesprochen werden? Also ohne den Gesprächen vorgreifen zu wollen, glaube ich, kann man an diesem Thema sicherlich nicht vorbeireden. Aber solche Gespräche sind ja erstmal auch auf informatorischem Charakter. Also man fragt dann den jeweiligen Gegenüber, wie man die Lage einschätzt, die Situationsschilderung. Und gleichzeitig ist ja nicht nur der argentinische Präsident eine Informationsquelle für den Bundeskanzler, sondern auch die Medien, aus denen wir uns informieren und auch die Botschaft vor Ort, die dort ist. Insofern hat er und haben wir schon auch ein relativ präzises Bild. Und dann ist es in solchen Gesprächen immer so, dass man sich darüber unterhält, wie der jeweilige Counterpart das jetzt beurteilt und glaubt, fortsetzen zu wollen. So, dann haben wir noch mal Themen. Herr Jung wollte dazu. Dazu oder war das nur ein sich räkeln in der letzten Reihe? Zur Tat zu hören. Eine Frage, bitte. Ja, habe ich das richtig verstanden? Das wird ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Milei und Scholz? Oder kann es sein, dass Herr Scholz zum Beispiel einen der berühmten Klimawissenschaftler Deutschlands dazu holt, weil Milei ja als einer der prominentesten globalen Leugner des menschengemachten Klimawandels gilt? Auch da würde ich wieder vom Selbstbewusstsein des Bundeskanzlers ausgehen, dass er sich traut, diese Information auch ohne wissenschaftlichen Beistand zu vermitteln. Es gibt meines Wissens, ich kann nicht fest sagen, ob es ein Vier-Augen-Gespräch gibt. Normalerweise sind Delegationsgespräche, das ist dann in der Regel zwischen 3 und 5 Beraterinnen und Berater auf jeder Seite dabei. Aber das kann ich Ihnen dann erst nach dem Treffen genau sagen. Pressekonferenz gibt es nicht. Ich meine, wir hatten eine angekündigt letzte Woche, aber ich muss mich noch mal kundig machen. Auch da wieder Arbeitsbesuch, relativ viel in Limbo. Aber ich verstehe das Interesse. Herr Safelberg, dann Herr Ratz. Ja,
Ja, es gibt in Deutschland eine Diskussion über die ausreisepflichtige Asylsuchende. Da hat auch der Bundeskanzler etwas dazu gesagt. Nun scheint es so zu sein, dass diejenigen, die aus Afghanistan kommen, möglicherweise über Usbekistan, dass es da eine Möglichkeit gibt, um sie so Richtung Heimat zu bringen. Was sind die Gründe, um das zu tun? Herr Kall? Also die Bundesinnenministerin hat ja gesagt, dass wir intensiv daran arbeiten, Abschiebungen von islamistischen Gefährdern und Gewalttätern nach Afghanistan wieder durchsetzen zu können. Konkret bedeutet das ja dann, dass die Bundespolizei die für Rückführungen zuständigen Länder wieder dabei unterstützen kann, diese Abschiebungen durchzuführen und durchzusetzen. Wir haben auch betont, dass für uns deutsche Sicherheitsinteressen klar an erster Stelle stehen, was diese Abschiebungen betrifft. Wir haben auch immer betont, dass kein Entweder-Oder zwischen Strafverfolgung und Abschiebung, sondern insbesondere bei Gewalttaten muss man seine Strafe erstmal zum großen Teil in Deutschland absitzen. Und dann ist die Frage, was passiert nach der Haftentlassung? Und da wollen wir eine schnelle Abschiebung durchsetzen. Und Gleiches gilt für Gefährder. Wir wollen dafür Wege finden, auch nach Afghanistan wieder abzuschieben. Aber die Verhandlungen, die dazu geführt werden, verlaufen vertraulich. Deswegen sprechen wir ganz ausdrücklich nicht über bestimmte Staaten, mit denen da Gespräche geführt werden, und werden das auch weiter so handhaben. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Bin ich richtig informiert, dass diese Diskussion, dass man das vielleicht über Drittstaaten macht, in Kasu mit Afghanistan, dass das erst nach Mannheim, nach dem Polizistenmord in Mannheim passiert ist? Nein. Die Diskussion gab es schon deutlich früher. Es gab auch Diskussionen zum Beispiel nach der furchtbaren Tat von Brockstedt, die ja schon einige Zeit zurückliegt. Es gab jetzt in mehreren Innenministerkonferenzen Diskussionen darüber, weil es dann gemeinsamen Willen der Innenministerinnen und Innenminister auch in Bund und Ländern gibt, schwere Straftäter und Gefährder auch dorthin wieder abschieben zu können. Das hängt eben von den Umständen und der Lage ab und davon, Wege dorthin auch wieder zu finden, ohne dabei mit dem Taliban-Regime zusammenzuarbeiten. Dann ist Herr Ratz dran und dann Frau Hase. Ja, danke. Ich wollte genau zu dem Thema auch fragen, daher vielleicht nochmal nachgefragt an Frau Deschauer. Das Land Usbekistan ist in den Medien. Würde es denn aus Sicht des Auswärtigen Amtes qualifizieren, dass Deutschland mit diesem Land ein Rückführungsabkommen abschließt? Vielen Dank, Herr Ratz. So, jetzt auch das Mikrofon an. Vielen Dank, Herr Ratz. Aber auch von Seiten des Auswärtigen Amtes würde ich hier keine weitere Kommentierung und Einschätzung vornehmen. Ich schließe mich den Äußerungen des Kollegen des BMI an, die für Fragestellungen in dieser Richtung auch federführend zuständig sind. Dann Frau Hase und dann Herr Warbeck. Weiß. Nee, wieso finde ich das denn dahinter? Ja. Weiß es. Hier. Genau. Herr Hebestreit, nochmal zur Friedenskonferenz, ja, wo sich die Teilnehmer ja nicht auf den Minimalkonsens geschlossen haben einigen können. Es gibt wichtige Länder, die nicht mal das Joint Communiqué unterschrieben haben. Wie bewertet die Bundesregierung das? Und haben Sie die Hoffnung, dass noch dieses Jahr eine richtige Folgekonferenz stattfinden kann, wo dann auch Russland beteiligt wäre? Erstmal ist die Bundesregierung sehr zufrieden mit dieser Friedenskonferenz. Das ist ein wichtiger erster Schritt auf dem langen, steinigen Weg zu einem Frieden für die Ukraine. Und zwar kein Diktatfrieden nach Putins Gnaden, sondern einem Frieden, wie er nach Völkerrecht und der UN-Charta vorgesehen werden kann. Ich widerspreche auch oder habe eine etwas andere Einschätzung, was den Verlauf der Konferenz angeht. Erstmal ist es ein großer Erfolg, wie viele Länder vor Ort waren, mehr als 90, auch Partner, die, was die Ukraine angeht, einen deutlich differenzierteren Ansatz haben als wir. Sie haben daran teilgenommen. Sie hatten ja auch die Gelegenheit, zumindest die offiziellen Konferenzbeiträge zu lauschen. Jetzt ist es so, dass, ich glaube, 78 der dort vertretenen Länder das Schlusskommuniqué unterzeichnet haben. Drei sehr zentrale, wichtige aus dem globalen Süden haben das nicht getan, aber eher aus grundsätzlichen Erwägungen heraus. Sie haben auch in Ihren Wortbeiträgen deutlich gemacht, dass Sie finden, dass Russland an einer solchen Konferenz
teilnehmen sollte und auch dann dabei sein müsste. Das hat der Bundeskanzler in seinen Interviews im Umfeld der Konferenz ja auch noch mal deutlich gemacht, seine Erwartung, dass bei Folgekonferenzen man auch an Russland eine Einladung aussprechen möge. Das ist vielleicht zum zweiten Teil Ihrer Frage, ob das in diesem Jahr noch möglich ist, auf diesem obersten, also auf der Ebene Staats- und Regierungschef schon so weit zu kommen. Das ist im Moment sehr spekulativ, wenn Sie überlegen, wie lange es gedauert hat, dieses Treffen jetzt zu organisieren, auch international vorzubereiten. Auch die ukrainische Staatschef war ja massiv involviert und hat noch bis zur letzten Minute Länder bereist, um sie auch zu einer Teilnahme in Birkenstock zu ermuntern. Insofern bin ich da jetzt vorsichtig mit dem Hinweis, ob wir das in diesem Jahr eine zweite Konferenz haben werden. Aber ich glaube, es bleibt deutlich und wichtig, wie dieses zarte Pflänzchen, was da im Moment so aus dem Boden sprießt, das zu hegen und zu pflegen, auf dass es größer und stärker werde, weil, und das darf man nicht vergessen, es ist weiterhin ein brutaler Krieg, den die Ukrainerinnen und Ukrainer erleben. Russland setzt seine Bombardierungen, seine Versuche, das Land sich in Teilen zu erobern, weiterhin mit unverminderter Härte fort. Und insofern ist alles Bestreben, da eine friedvollere Entwicklung zu ermöglichen, sicherlich dem Schweiß der Edlen wert. Nur eine Nachfrage, weil China ja gar auch nicht anwesend war. Welche Unternehmungen können Sie denn sich noch vorstellen, um China jetzt in den Prozess einzubinden? Es gibt ja auch viele Arbeitsgruppen. Gibt es da konkrete Versuche, wo auch Deutschland versucht, China mit an Bord zu holen in den Prozess? Wenn Sie die Abschluss oder die Erklärung, die der chinesische Staatspräsident beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers im April sich nochmal heraussuchen, dann werden Sie sehen, dass einige von den Themen, die jetzt gestern in Birkenstock auch im Schlusskommuniqué abgebildet worden sind, dort auch schon angelegt waren. Das zeigt, dass wir natürlich versuchen, China da möglichst auch in den Prozess enger hineinzuholen. Wir haben auch sehr dafür geworben, wie viele andere Länder auch, dass China dort präsent sein würde. China hat das dann, das haben Sie miterlebt, in der vergangenen Woche, glaube ich, oder vorvergangener Woche abgelehnt, auch dort mit dem Hinweis, dass wenn, sollte auch die russische Seite vertreten sein. Wir gehen aber schon davon aus, dass auch China diesen Prozess beobachtet und versuchen auf unseren Ebenen alles Mögliche, um China auch dazu zu bringen, sich noch stärker einzubringen, weil Chinas Wort hat Gewicht in Russland und für den russischen Machthaber. Und insofern ist es wichtig, da China auch an unserer Seite zu haben. So, ich habe jetzt noch Herrn Warbeck und Herrn Jung auf dem Zettel und Herrn Torfik Nier und Herrn Güler. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Liste damit dann. Herrn Warbeck. Bleiben wir beim Thema Friedensgipfel in der Schweiz. Die US-Vizepräsidentin hat dort ja öffentlich erklärt, ich zitiere nur ganz kurz, wir müssen die Wahrheit sagen, Amerika steht nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine, sondern weil es in unserem strategischen Interesse ist. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung auf ihr eigenes Agieren in der Ukraine? Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine bei ihrem Kampf gegen den brutalen und durch nicht zu rechtfertigenden russischen Angriffskrieg. Und das tun wir militärisch, humanitär, politisch und finanziell. Und das tun wir so lange, wie es nötig ist. Zusatz? Aber die Frage war ja, die US-Vizepräsidentin hat ja klar die Motivation dargelegt und gesagt, das geschieht vor allem aus strategischen Interessen. Da würde mich einfach interessieren, wie ist denn da die Bewertung der Bundesregierung? Was dominiert da? Die angesprochene Nächstenliebe oder die strategischen Interessen? Herr Warwick, ich tue mich jetzt schwer mit dem Begriff der Nächstenliebe, weil er... Nicht von mir. Sie haben ja gerade, ich habe ja nicht Sie persönlich angegriffen, sondern ich habe den Begriff definiert und habe gesagt, damit tue ich mich schwer. Sondern es geht um die europäische Friedensordnung, die durch das russische Vorgehen schwer beschädigt, wenn nicht zerstört worden ist. Und diese Friedensordnung, die in diesem Kontinent mehr als 75 Jahre Frieden beschert hat, nach vielen hunderten Jahren Krieg, ist etwas, was uns sehr teuer und wert sein sollte. Und das helfen wir zu verteidigen, dass der Aggressor, noch einmal ein Aggressor, der ohne jegliche Rechtfertigung ein anderes Land überfallen hat, dass er mit seinem Angriffskrieg keinen Erfolg haben kann. Nicht aus
Nächstenliebe, sondern es geht um unser aller Sicherheit. Es geht um die Friedensordnung, die im Übrigen auch Russland und sein Vorgänger, die Sowjetunion, mit unterzeichnet hat in der KSZE-Akte, die im nächsten Jahr ihr 50. Jubiläum begeht. Und darum geht es in diesem Fall. Ganz kurze Verständnisfrage. Ja. Sie haben jetzt von 75 Jahren ununterbrochen Frieden in Europa gesprochen. Das heißt, die völkerrechtswidrige Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO bewerten Sie nicht als Krieg? Herr Fabeck, ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit hier von dieser Bank mit Ihnen mehrfach schon darüber geredet. Und ich würde sagen, dass darauf würde ich Sie dann für heute verweisen. Ich glaube, darauf verweise ich jetzt einfach und es ist spät. Aber noch Zeit für Herrn Jung. Ja, ganz kurz, Frau Tischauer, gibt es einen Kommentar Ihrerseits zur Auflösung des Kriegskabinetts in Israel? Der Kommentar besteht darin, dass wir das zur Kenntnis genommen haben, die Medienberichterstattung, auf die Sie sich beziehen, und innenpolitische Vorgänge nicht weiter kommentieren. Das ist Usus an dieser Stelle und so halten wir es in dem Fall auch. In der Vergangenheit, in den letzten Monaten, haben Sie immer, wenn der Finanzminister und der Innenminister, also Ben-Gvir und Smotrich, sich hetzend über Gaza und die Pläne dort geäußert haben, darauf verwiesen, dass Sie ja nichts zu sagen haben, weil das Kriegskabinett entscheidend ist. Können wir damit rechnen, dass das sich jetzt ändert Ihrerseits? Ich versuche jetzt gerade ebenfalls zu später Stunde die Kette der Elemente in Ihrer Fragestellung oder Ihres Kommentars zu sortieren. Wir kommentieren hier außenpolitische Fragestellungen in der Sache. Und das haben wir auch in der Vergangenheit, wenn es Sachfragen aus entsprechender Richtung gab, getan. Aber was wir hier nicht kommentieren, ist eine Medienberichterstattung über eine innenpolitische Entscheidung des israelischen Premierministers zur Gestaltung seines Kabinetts. Und das ist ziemlich relativ klar und, glaube ich, auch so auseinanderzuhalten. Die letzten Fragen von Herrn Tofinia und Herrn Güler. Frau Tischer, ich möchte auch bei Israel bleiben. Die Lage an der libanesisch-israelischen Grenze eskaliert weiter. Die israelische Armee hat mit einem Krieg mit verheerenden Folgen gedroht. Die UNO spricht von einer sehr realen Gefahr des Krieges. Wie besorgt sind Sie über die Situation an der Grenze? Wir sind sehr besorgt und das sind wir seit geraumer Zeit. Die Außenministerin war ja beispielsweise im Januar dieses Jahres auch in Libanon und hat sich dort mit verschiedenen Gesprächspartnern über die Lage ausgetauscht. Die Lage hat sich in der Zwischenzeit sicher nicht verbessert. Was man sagen muss, ist, dass dort Menschen beidseits der Blue Line aus ihren Gebieten sich haben zurückziehen müssen, dort nicht leben können mehr aufgrund einer Lage, die, und ich möchte es noch mal kurz sortieren, hervorgerufen ist dadurch, dass Hisbollah mit Raketenbeschuss israelisches Staatsgebiet angreift und Israel seinerseits darauf reagiert. Insofern beobachten wir die Lage seit geraumer Zeit mit Sorge und auch, dass es sich um eine Anspannung über die letzten Wochen und Tage handelt. Und sind diese israelische Kriegsdrohungen für Sie akzeptabel? Also, was wir tun, ist zu einer Deeskalation in der gesamtschwierigen Lage aufzurufen. Und das mache ich gerne nochmal an dieser Stelle. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Das hat die Außenministerin ebenfalls in der Vergangenheit getan. Und die letzte Frage für heute kommt von Herrn Güler. Ja, kurze Frage noch ans Familienministerium. Und zwar gab es ja jetzt Äußerungen aus der SPD-Fraktion, die Kindergrundsicherung schrittweise, etappenweise einzuführen. Mich würde interessieren, rechnen Sie noch mit der Einführung der Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 und wäre das für Sie auch akzeptabel, dass die in mehreren Etappen eingeführt wird? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wie Sie wissen, gab es im vergangenen Jahr den Kabinettsbeschluss des Regierungsentwurfs, der auch unter den Kabinettsmitgliedern geeint war. Jetzt sind die parlamentarischen Verhandlungen, die laufen derzeit. Das hat jetzt hohe Priorität.
Und vom Ausgang oder von dem Stand der parlamentarischen Verhandlungen hängt dann eben entsprechend auch ab, wann das Gesetz in Kraft treten kann. Insofern können wir uns jetzt sozusagen zu den parlamentarischen Verhandlungen nicht äußern. Die laufen und die gilt es jetzt abzuwarten, auch mit Blick auf den Zeitplan. Und 1. Januar 2025, kann der noch gehalten werden? Also wie gesagt, es ist so, dass es jetzt eben die parlamentarischen Verhandlungen gibt, die laufen, wie die ausgehen, wie die laufen, das können wir jetzt hier von Regierungsseite eben nicht kommentieren. Da bitte ich um Verständnis. Insofern bleibt es bei dem, was ich gesagt habe. Es gilt jetzt, die Verhandlungen abzuwarten. Gut, dann bedanke ich mich für den Besuch und beende diese Pressekonferenz.